Ich bin Birgit Ruppert. Ich habe ja in den sozialen Medien Seiten, die sich nennen Triebseer Vorstadt. Und wir kennen uns ein bisschen und wissen voneinander, dass es viele Leute als fragwürdig empfinden, so Landtagswahlen. Was macht man da überhaupt? Warum soll ich da überhaupt hingehen? Hat ja nichts mit Straßen zu tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade mal alle Landtagskandidaten ein und freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich würde dich gerne zuerst fragen, was machst du eigentlich zwischen den Legislaturperioden, also zwischen den Wahlkampfzeiten? Und die zweite Frage, das kannst du dir bestimmt merken, wer bist du eigentlich? Also was macht dich aus? Was macht dich in deinen Eigenschaften aus? Was hast du beruflich gemacht, sodass du jetzt heute hier sitzt? Darf ich das selber rumkoordinieren? Ja, kannst du gerne auch machen, wie du möchtest. Gut. Also vielleicht ist das entscheidend, das vorweg zu sagen, was ich beruflich eigentlich bin. Ich bin Polizeibeamtin vom Beruf. Also wie man das sich so richtig vorstellt, ne? In Uniform, vom Streifenwagen, mit Handschellen hinter dem Verbrecher herjagend. Also mal so aber ganz nicht plakativ. In Stralsund. Nee, das stimmt. Ich habe in Schleswig-Holstein gelernt. Die waren damals schneller. Ja. Wenn man ein junger Mensch ist, bewirbt man sich ja überall. Oder beziehungsweise nicht überall, aber ich habe mich im Norden beworben. Und Schleswig-Holstein hat als erstes eingeladen zum Test. Okay. Und bei der Polizei ist es so, man macht diesen Test. Und wenn man den, der geht über 2 Tage. Und wenn man den bestanden hat, dann kriegst du den Vertrag hingelegt. Und dann kannst du unterschreiben oder auch nicht. Okay. So. Was macht man, wenn man das bestanden hat nach 2 Tagen, ja, wo man weiß, man unterschreibt natürlich. So. Ja. Wann war das? 1997. Ja, okay. Ich sag mal 1900 davor. Ja, ist schon ein paar Tage her, richtig. Und ich mag den Job bis heute und mir ist bis heute das Thema Sicherheit halt sehr wichtig. Das ist ein Herzensthema. Und was macht man zwischen den Legislaturperioden? Natürlich sich dann genau um seine Herzensthemen kümmern. Ich war im Innenausschuss die ganze Zeit jetzt. Ich bin ja die erste Legislatur jetzt drin, die jetzige. Und durfte gleich in den Innenausschuss gehen und bin in meiner Fraktion die sicherheitspolitische Sprecherin geworden. Und ich bin Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses NSU. Sehr sperriges Wort. Aber da geht es nochmal um die Aufklärung rund um die Taten des NSU, weil ja auch Mecklenburg-Vorpommern auch einen Mord hatte in Rostock, Teutenwinkel. Ja. Und da geht es halt um die Aufarbeitung der Sicherheitsbehörden bei uns im Land und wie da die Kommunikation war mit den anderen Bundesländern und dem BKA und dem Verfassungsschutz und so. Okay, mein Gedanke dazu ist, Polizeibeamtin, ja, weiß ich. Ich glaube, das, was Ann-Christine von Allwörden ausmacht an Straßen, ist Polizeibeamtin. Aber dich machen ja noch ein paar andere Themen auch aus. Ja, klar. Welche sind das? Also vielleicht nochmal dazu, na klar, jeder hat... Als Politiker, der irgendwann mal einsteigt, wird irgendein Experte für irgendwas. Ja, also ne, okay. Jeder Politiker ist ein Fachpolitiker für einen Bereich. Das ist bei mir halt die Sicherheitspolitik, aber natürlich, ganz klar, stehe ich auch für andere Dinge ein. Gerade auch, wenn man darum spricht, was tut man in seinem Wahlkreis. Also ich bin, glaube ich, in den letzten 5 Jahren immer sehr präsent gewesen, hoffe ich jedenfalls, in meinem Wahlkreisbüro, mit meinem Wahlkreisbüro. Ich habe Veranstaltungen gemacht, ich war in den sozialen Medien immer unterwegs, also nicht nur jetzt im Wahlkampf. Ne, sondern wo ist das Wahlkreisbüro noch? Das Wahlkreisbüro ist in der Heilgeiststraße 72, vis-à-vis der Jakobikirche. Ja, okay. Mit großem Schaufenster und immer offen. Und wir haben auch nicht immer nur politische Themen im Schaufenster, sondern wir haben auch mal eine Lego-Weihnachtswelt. Oder eine Harry-Potter-Welt, weil ich ja so ein Harry-Potter-Fan bin. Also wir verbinden auch gerne mal meine Leidenschaften mit dem Nützlichen. Ja, wo war ich jetzt gerade? Was haben wir gesagt? Wo waren wir? Landtagswahl, zwischen den Legislaturperioden. Ja, richtig, was ich mache, genau, für meinen Wahlkreis, die Wahlkreisarbeit. Die ist ja auch entscheidend, weil das eine ist das fachpolitische Thema und im Wahlkreis ist man ja für alle Themen ansprechbar. Also wenn die Stralsunderinnen und Stralsunder mich kontaktieren, dann können sie das mit jedem Thema. Ich bin ja auch Bürgerschaftsmitglied, das heißt auch kommunale Themen landen natürlich bei mir. Bei mir landen Landesthemen, bei mir landen auch Bundesthemen, weil es eben manchmal auch schwer ist, die Dinge so auseinander zu definieren. Und ich bin immer bereit, auch dann Kontakte herzustellen, wenn ich jetzt da nicht unbedingt weiterhelfen kann, weil Frau Merkel ja bisher unsere Bundestagsabgeordnete hier war und ich kann natürlich nicht immer für Frau Merkel sprechen, aber ich kann den Kontakt herstellen oder man kann auch schon mal ein paar Fragen beantworten oder auch das Büro von Frau Merkel schon mal Informationen zukommen lassen, dass die vielleicht schon mal Dinge hinterfragen und so. Also das kriegen wir immer locker hin. Und was mir auch besonders wichtig war,
in den letzten Jahren. Wir hatten dieses tolle Mittel des Strategiefonds. Mhm. Und mit diesem, das ist ein Förderprogramm quasi. Mhm. Und man kann da auf einfachem Wege mit wirklich niedrigschwelligen Voraussetzungen Vereine, Projekte, Kirchen, was auch immer, unterstützen. Gibt es den noch? Den gab es in diesem Jahr noch. Also ich habe in diesem Jahr noch einiges fördern können. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Das ist die Skaterhalle zum Beispiel, die wirklich hart zu kämpfen hatten. Und die haben Kohle gekriegt, damit die tatsächlich auch ihre Halle ein bisschen ausrüsten können, damit sie da auch skaten können. Also die können ein bisschen was erneuern da. Und ich glaube, fast 20.000 haben die gekriegt. Das ist Marine, eine Menge, ne? Ja, also das hat denen richtig geholfen und die hatten ein richtig kleines Tränchen im Auge, weil die wirklich erst kämpfen mussten, dass der Verein überhaupt existieren kann. Da haben wir dann auch ein bisschen Kontakte geknüpft und denen ein bisschen geholfen, dass sie das nötige Marketing auch auf die Beine stellen können. Da haben ganz viele geholfen, Wirtschaftsjunioren und so, die dann da was Tolles auf die Beine gestellt haben. Und vor allen Dingen die Jungs selbst, die sind so agil und haben echt super für sich geworben und haben jetzt unglaublich viele Mitglieder und machen tolle Events und können das jetzt alles finanzieren. Das heißt, das steht, der Verein bleibt und jetzt können sie in ihre Halle investieren. Das ist natürlich großartig. Stolz drauf sein, ne? Also wenn man sowas unterstützen kann. Ja klar, das ist schön. Vor allen Dingen, weil man dann sieht, dass man direkt Leuten hier helfen kann. Also das finde ich echt super. Oder auch wir haben ja die Zusammenkunft, sage ich mal, der Fußballvereine gehabt. Also der Stralsunder FC und der FC Pommern sind ja zusammen in den TSV 1860 eingetreten. Die konnten dann erstmal ja gar nicht spielen in der neuen Saison, weil sie keine Trikots hatten. Also haben sie Trikots gefördert bekommen und einen Vereinsbus. Ja, beim Stralsunder FC war ich Präsidentin. Habe ich doch irgendwo gelesen oder war es? Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber das war, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das war echt eine aufregende Zeit. Ich bin ja kein Fußballer, ne? Aber die haben mich da so mit offenen Armen empfangen und die sind heute noch so süß zu mir. Freuen sich, wenn ich da... Ich war letztens wieder bei einem Spiel. Das war... Also ich, weil ich finde, schön, dass man denen so helfen kann. Ja, ich finde es sehr wichtig, also auch mal zu hören, was macht dich aus sonst, außer Polizeibeamte zu sein? Weil für mich ist so die Frage, also ja, Polizeibeamtin, wie bist du denn eigentlich in den Landtag gekommen? Und woher kommt deine Affinität zur Polizei? Das ist ja irgendwann mal entstanden. Oder? Das ist mal entstanden und da muss ich ganz weit, ich bin ja jetzt 42, da muss ich 38 Jahre zurückblicken. Wenn nicht noch länger, aber da reicht jetzt mein Erinnerungsvermögen nicht. Also ich wollte noch nie in meinem Leben irgendetwas anderes werden. Mein Vater ist Polizeibeamter. Weil irgendwo kommt sowas ja her. Das kommt daher, na klar. Und ich war immer so stolz, wenn mein Papa dann in der Uniform nach Hause kam, habe ich schon gewartet und dann durfte ich seine Mütze aufsetzen. Und dann haben wir ihn immer abgeholt und dann durfte ich nochmal in den Wachraum gehen und ich durfte in den Gewahrsamstrakt gucken und ich kannte alle Kollegen, das war mir ganz wichtig, das fand ich ganz toll. Ja, kannst schon abklatschen dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, und wenn dann da so ein kleiner Steppke reinkommt und ne, so, ich fühlte mich da schon echt zu Hause irgendwie und das hat sich nie geändert. Ich wusste immer, was ich werden wollte, ich hatte immer einen Plan. Okay, und dann bist du Polizeibeamtin, weil du bist dann ja im Landtag. Genau. Oder du bist dann ja auch in die politische Schiene gegangen. Na, nicht gleich Landtag, sondern ich bin ja erstmal war es ja so, dass die CDU in Stralsund Leute suchten, die Lust haben, sich politisch in der Bürgerschaft zu engagieren. Und kam dann auf mich zu, weil 2013 sind die auf mich zugekommen und 2014 war die Wahl. Nee, das ist noch nicht so lange her. Und meine beste Freundin, kam da auf mich zu, beziehungsweise eigentlich ihr Ehemann, der nämlich erster Senator der Hansestadt war zu dem Zeitpunkt, der wusste, dass ich in der Jungen Union aktiv war früher. Mhm. Auch so in den 90ern, hier in Stralsund. Und daraufhin fragte er mich so, Mensch, Ann-Christine, du warst doch mal in der Jungen Union und da besteht ja ein politisches Interesse. Ich sage, ja, was will er jetzt von mir? Wir suchen noch Leute für die Bürgerschaft, also für die Liste, die CDU-Liste für die Bürgerschaftswahlen in Stralsund. Hast du nicht Lust? Ja, und ich war jetzt wieder in Stralsund angekommen und 2012 und ich liebe diese Stadt. Ich habe, also mein Herz schlägt echt schon lange für diese Stadt. Ich habe auch die Entwicklung ja miterlebt und ich war so glücklich, wieder hier sein zu können, dass ich fühlte mich woanders irgendwie nie zu Hause, seitdem meine Eltern eben auch hier mit uns hergezogen sind. Das hat sich dann gut gegeben, ne? Natürlich, na klar. Ja. Wir sind 93 hierher gezogen und meine Eltern sind immer hier geblieben. Und so hatte ich immer diesen Anlaufpunkt und ich habe das so vermisst immer. Und meine Eltern würden jetzt sagen, ja, wir haben teilweise schon gedacht, wir müssten sie holen, weil sie immer nur am Telefon geweint hat. Ja, also das war für mich... Heimweh, ja, ist bei mir ganz schlimm gewesen. Also
Ja, und da, also der Schritt, wieder hierher zu kommen, war für mich echt ein Segen. Und da habe ich mir gedacht, ja, du liebst diese Stadt, du hast politisches Interesse und du hast Bock, was zu bewegen. Mache ich. Mache ich unbedingt. Okay. Und ja, so nahmen die Dinge seinen Lauf und ich hatte richtig Spaß bei dieser Geschichte und bin ja auch dann gleich in den Vorstand der Bürgerschaftsfraktion in der ersten Legislatur und habe da auch schon einiges bewegen können und habe da so Lust gehabt, da mitzuwirken. Also es war immer so ein Mitwirken, ne? Da warst du aber keine Polizistin mehr. Doch, doch. Ah, da warst du noch ja, ja, natürlich. Ja klar, das war dann ehrenamtlich. Bürgerschaft ist ja nur ehrenamtlich, ne? Ja, ja, ich meine, man muss davon auch was leben, ne? Genau. So, ja. Und da kam dann so die Idee, Mensch, eigentlich, ich hätte echt Lust, mich in den Landtag zu gehen, mich da für die Sicherheitsthemen gerade zu machen, weil ich eben auch gesehen habe, wir haben große Probleme bei der Polizei, personell, ausrüstungstechnisch, gebäudetechnisch. Da ist so viel zu machen. Mir ist klar, in 30 Jahren kriegst du nicht komplett alle Polizeigebäude in diesem Land neu. Das ist utopisch, ne? Aber mir ging das alles irgendwie nicht schnell genug und ich hatte den Fokus da natürlich explizit auf Stralsund gelegt. Und ich weiß noch, als mein Vater hier in den 90ern die Dienststelle geleitet hat in der Böttcher Straße, da hat er schon immer gesagt, wir reden über ein neues Dienstgebäude. Hm, da hast du wahrscheinlich schon die Wände, da musst du schon, vielleicht schon ein bisschen so ungefähr festhalten. Ja, und jetzt haben wir ja vor 2 Wochen oder 3 Wochen haben wir Richtfest in der Barther Straße für das neue Dienstgebäude gefeiert. Mhm. Also, zack, war das fertig. Ja, das ist okay. Manchmal geht's schnell, ne? Und schneller geht es auch nicht schlimm. ja. Wenn Wahlen sind, also nein, andersrum. Ich habe dich ja vorhin gefragt, warum sollen Stralsunder Einwohner wählen gehen für den Landtag? Ja. Kannst du das in 1, 2, 3 Gründen sagen? Also, weil ich ja so das Gefühl habe bei vielen Leuten, das ist so weit weg, Schwerin. Ja. Die können ja für mich gar nichts machen. Ich verstehe das, dass die Einwohner, die können ja zu dir kommen mit einem Problem XYZ und du kannst ja sondieren, wo es passt, ob du es selber machst oder jemanden anrufst. Mhm. So, wieso sollen Leute wählen gehen für den Landtag? Ja, also ich sag mal, Berlin ist ja noch weiter weg, aber ja, irgendwie ist das tatsächlich, wie du sagst, viele haben den Blick auf das Kommunale, weil das ist sehr, sehr sächlich auch. Und hier geht es oft um eine Straße und um Schulgebäude und die so. Das sieht man dann auch, die Entstehung. Dann sieht man Berlin, die große Politik. Da spricht man um Renten, Altersarmut, so. Abgekürzt. Und wir wollen ja über den Landtag reden. Bitte. Und dann geht es um die Landtagsthemen. Und zum Beispiel ist da ganz entscheidend im Land, also die gesamte Sicherheitsfrage, Polizei, Verfassungsschutz, alles, was sich darum bewegt, ist alles Land. Mhm. Bildung, die ganze Inhalt, also der Lehrinhalt, die Lehrerproblematik, das ist alles Land. Mhm. Und ich finde schon, das sind ja jetzt gerade mal, oder Digitalisierung ist zum Teil auch Bund, aber auch Land, weil das Land schon dafür sorgen muss, dass es ihr eigenes Land auch, dass sich die eigene Infrastruktur auch im eigenen Land entwickelt. Okay, das sind ja drei Themen. Und das sind jetzt drei große Themen. Drei große Themen, die, glaube ich, bei fast allen Parteien draufstehen, außer die innere Sicherheit ist jetzt nicht so, glaube ich, bei den anderen Parteien so auf dem Zettel. Ich habe das Wahlprogramm erschreckenderweise. Ich habe mir das Wahlprogramm mehr angeguckt, AZ. Ich finde, das ist eine gute Aufmachung, was ihr gemacht habt. Und da steht ja auch drin Digitalisierung. Hm. So, nun wissen wir ja auch in Stralsund, wenn ich aus manchen Häusern rausfalle, dann habe ich gleich ein Funkloch. Ne? Hm. Ich weiß, dass die CDU ja mal Sendemasten, nein, sie hatten mal so Masten aufstellen lassen, Funklöcher-Geschichte mal gemacht wurde. Ja. Und jetzt wissen wir ja auch alle, dass das ja seit Jahren geht mit der Digitalisierung. Hm. Was glaubst du, und dann bin ich dann an dem, wenn du gewählt werden würdest wieder für den Landtag, und der Tag X ist dann, zum Thema Digitalisierung, um das mal rauszupicken, wo kannst du ansetzen oder wo muss man ansetzen? Weil das hört sich ja langsam lächerlich an, Digitalisierung. Ja, absolut, ja. So, weil da muss ich mir nur mein Handy angucken, mein Telekom-Netz, gehe ich außer Haus, ist das Netz weg. Ne? Ja. Und dann kann ich das nicht mehr lesen, Digitalisierung. Aber vielleicht hast du ja da einen Gedanken zu, was du anpacken würdest, wenn die Wahl so ausgeht für dich. Also ich sag mal so, es braucht ja auch immer Schub aus der Gesellschaft für politische Themen. Also wenn die Gesellschaft gerade kein Gespür für gewisse Themen hat oder die Wichtigkeit nicht im Kopf hat oder die Dinge nicht auf den Podest stellt, sage ich jetzt mal, dann fallen Themen auch mal hinten runter. Und ich glaube einfach, dass weder Politik noch die Gesellschaft über einen langen Zeitraum einfach gesehen hat, dass wir mit der Digitalisierung so weit hinten sind.
gewisse Leute natürlich schon, die damit darauf angewiesen sind und damit täglich arbeiten müssen. Das glaube ich schon. Aber nehmen wir doch mal alleine den Bildungsbereich. Da haben wir jetzt in Corona-Zeiten gemerkt, wie wichtig das gewesen wäre, das Netz zu erschließen, die Schulen entsprechend auszustatten, damit man für gewisse Lagen einfach auch bereit ist. Wir waren aber nicht bereit. Aber kann ich sowas nicht von Politikern erwarten? Ja, natürlich. Weil das klingt ja für mich sehr weltfremd. Ja. Das kriege ich doch mit an der Basis, was nicht funktioniert. Oder kriege ich das nicht mit, ja, wenn ich so weit weg bin? Na, du kriegst es natürlich nur dann mit, wenn es ein Thema ist. Also vorher war das ja gar nicht. Ich muss es mal von hinten aufrüsten. Ich habe letzten Wahlkampf, da habe ich schon gesagt, ich möchte gerne, dass... Entschuldigung mal, wann war das? 2017? Nee, 16. 2016, genau. Ja, okay. Da hatten wir ja den letzten Wahlkampf. Und da hatte ich schon in mein Wahlprogramm geschrieben, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, doch, ich hatte das, glaube ich, auch so deutlich drin stehen, dass ich es ganz furchtbar finde, dass unsere kleinen Schulanfänger mit 6 Jahren riesige Ranzen auf dem Rücken haben, mit denen sie fast hinten überkippen, weil sie 1000 Bücher da drin haben müssen. Mhm. Da habe ich schon gesagt, wieso zum Teufel gibt es noch keine Tablets? Da kann man alle, da kann man tausende Bücher draufladen und das ist dünn und leicht und man hätte ein wichtiges Thema, das war nämlich Thema, vom Tisch. Thema war nämlich nicht, dass wir dieses Tablet haben, damit die Kinder ihre Bücher nicht mitschleppen müssen. Nein, weißt du, was Thema war? Dass die Kinder alle einen Spind kriegen, damit sie ihre Bücher in der Schule stapeln können und dass sie eine zweite Ausgabe zu Hause haben. Das war das Thema. Und das war auch in der Gesellschaft das Thema. Das Thema war nicht Digitalisierung. Und das ist halt so eine Frage, ne? Wenn dieses Thema von keinem so richtig wahrgenommen oder gespielt wird, dann nimmt es auch nicht an Fahrt aus. Jetzt hatten wir die Corona-Pandemie und jetzt hat es verdammt nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. Und jetzt haben wir gemerkt, dass wir jahrelang gepennt haben. Und wenn wir jetzt nicht zusehen, dass wir das schnell in den Griff kriegen. Wie denn? Hast du da eine Idee zu? Wir müssen es jetzt machen. Machen. Wir dürfen nicht mehr drüber reden, sondern wir müssen es jetzt machen. Aber wir was denn machen? Also die Schulen ausstatten. Da ist ja die Bürgerschaft gerade bei, ne? Ich glaube, ich habe das doch gehört. Ja, natürlich, da geht es schon los, na klar. Aber das gilt ja dann immer nie fürs ganze Land. Eine Region ist da vielleicht fleißiger, es kommt ja auch immer auf den Träger an. Aber natürlich muss auch das Bildungsministerium entsprechend mitmachen, ne? Das ist doch ganz klar. Das Bildungsministerium setzt ja die Rahmenbedingungen. Und da muss es jetzt heißen, jede Schule muss damit ausgestattet sein. Oder jedes Kind. Und da heißt es auch, es gibt keine Tafeln mehr, sondern Whiteboards. Und auch keine Overhead-Projektor mehr. Top, die Wette gilt. Was sagst du, wie lange das dauert? Nein, du musst mir keine Antwort geben. Ich will, dass das in der nächsten Wahlperiode vom Tisch ist. Ganz klar. Weil sonst brauchen wir uns wirklich nicht mehr als fortschrittliche Regierung. Das heißt, also vom Tisch ist, heißt, jedes Kind hat ein Tablet. Und jedes Kind hat einen vernünftigen WLAN-Anschluss in der Schule. Jedes Kind hat nicht einen WLAN-Anschluss, aber jede Schule muss den haben. Genau, ja, natürlich. Jede Schule. Ja, ja, okay. Genau. Also Digitalisierung ist dir wichtig, innere Sicherheit ist dir wichtig. Bildung ist mir in sich natürlich nicht nur im Bildung. Ja, nicht nur die digitale Frage in Sachen Ausstattung, sondern ich glaube auch, dass die Kinder fit gemacht werden müssen für die digitale Welt in der modernen Zukunft. Denn ja, die sind uns alle unglaublich viel voraus, weil sie TikTok können und auf Instagram und die wissen, also wenn ich mal sehe, was meine Tochter, ich meine, die ist jetzt schon 20, aber wie die auch schon vor 10 Jahren mit einem Handy umgehen konnte, das war schon irre. Aber es geht ja nicht nur darum, das zu beherrschen, sondern es geht ja auch darum, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Da bin ich aber nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen. Nee. Ne? Dann guck dir an, wer die Kinder und Jugendlichen unterrichtet. Ne? Ja, also aber das ist natürlich die Zukunft. Und wenn wir um Bildung reden, geht es jetzt erstmal um die Kinder. Und die müssen fit gemacht werden für die Zukunft, damit die nachher nicht so dastehen wie wir. So möchte ich das mal sagen. Mhm. Gut, dann müssen aber auch die Kinder fit machen, da sein, die fit machen. Keine Frage. Also, die müssen natürlich da hinterherziehen, das ist ganz klar. Also das wird auch noch eine schwere Aufgabe, gerade weil es, also da muss, ist auch sensibel. Klar, wenn Lehrer jetzt neu reinkommen, jung sind, motiviert, in der digitaleren Welt aufgewachsen sind, als die, die vielleicht anders, schon 50 sind, ist das einfacher. Es muss auch eine Motivation geben für die Lehrer, die sich damit schwer tun. Aber es nützt nichts. Es ist ein Muss. Es nützt nichts. So. Ja. Und da finde ich, gibt es dann auch nicht die Ausrede, dass man sagt, also damit möchte ich mich jetzt nicht mehr befassen. In meinen Augen geht es nicht. Aber es muss natürlich entsprechend Programme geben oder eine Fortbildung geben, die eben jedermann auch anspricht. Also ich kann nicht natürlich eine 20-Jährige mit einer 55-Jährigen vielleicht unbedingt zusammen in einen gleichen Kurs setzen, weil die Voraussetzungen anders sind.
Ne? Ist doch logisch. Also selbst, also ich kann es auch mit 20-Jährigen mit einer 42-Jährigen zusammensetzen. Also wenn Jördis, meine Tochter und ich zusammensitzen, sind die Voraussetzungen auch grundlegend verschieden. Ist doch jetzt klar. Keine Frage. So, ja, und darauf muss natürlich auch eingegangen werden, ganz klar. Aber da müsste es ja Einigkeit geben, ne? Fraktionsübergreifend, oder? Sicher. Gibt es da Unterschiede? Ach so, klar, klar gibt es da Thema Unterschiede. Digitalisierung, also gibt es da Unterschiede? Oder also dass wir alle so ein bisschen technisch hinterherhinken, das ist ja klar. Das sagen Sie jetzt im Wahlkampf natürlich alle, wie das dann sich nachher umsetzen lässt, wird man dann sehen. Ne? Also das kann ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, das weiß ich nicht. Also ja klar, das haben alle auf dem Plan. Müssen sie auch, wären auch schön blöd, wenn sie es nicht hätten, weil das ein zentrales Thema ist, was wir jetzt gerade durch die Corona-Pandemie ja auch im Fokus haben. Mhm. Das ist ja nun mal so, das lässt sich ja auch nicht schönreden. Absolut nicht. Nee. So, Politik oder Politikerverdrossenheit, ne? Ja. Was ist deine These oder was glaubst du, weshalb, ich bin gespannt, wie die Wahlbeteiligung wird. Also ich glaube, die wird nicht sehr hoch, also es ist nur so meine persönliche Subjektivität, weiß ich nicht. Aber was glaubst du, warum Leute sich so scheuen, wählen zu gehen? Also das habe ich mich schon sehr lange gefragt und ich glaube, dass die Komplexität der Themen ein Faktor dabei spielt. Ich glaube, dass es einfach immer schwerer wird, die Themen auf 3 Sätze runterzubrechen, weil die einfach viel zu komplex sind. Und wenn man Berufspolitiker ist, dann macht man den ganzen Tag ja nichts anderes. Ich bin den ganzen Tag dabei, meine Themen zu hinterfragen, verschiedene Meinungen anzuhören. Ich bin dabei, mir die Lösungen zu erarbeiten. Und das ist natürlich schwer, diesen ganzen Weg, was ich schon versuche, aber es ist wirklich verdammt schwer, diesen Weg von einem Problem bis hin zur Lösung und dann nachher auch ja zur Abstimmung vielleicht im Parlament, das so zu gestalten, dass das jeder so mitbekommt, wie wir uns das vorstellen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, mein Job ist das. Ich beschäftige mich 10-12 Stunden am Tag damit. Aber jeder andere hat ja einen anderen Job, mit dem er sich 8-12 Stunden am Tag befasst. Und dann soll er sich in der Freizeit genauso damit auseinandersetzen wie ich. Das geht ja im Grunde gar nicht. Wie soll das funktionieren? Der Tag hat ja nun mal nur 24 Stunden. Und ich glaube, dass da ein bisschen das Problem liegt. Keine Frage, ich als Politiker habe die Aufgabe, die Themen so runterzubrechen, dass ich das vermitteln kann. Richtig. Das versuche ich, das mache ich auch seit 5 Jahren. Deswegen bin ich auch in den sozialen Medien ständig mit meinen Themen unterwegs. Allerdings merke ich auch da immer wieder anhand von, zum Glück kriege ich regelmäßig mal eine Reaktion, dass viele Dinge auch einfach nochmal erklärt werden müssen. Weil ich dann auch manchmal meine, ja, das müsste ja, also gewisse Punkte müssten klar sein. Aber ja, logisch, das hat ja auch jeder, ne, in richtig. Seinem Beruf. Der sagt dann, der erklärt irgendwas aus seinem Beruf und dann sag ich, Birgit, was musst du mir jetzt, das musst du mir mal, also das habe ich jetzt nicht verstanden, weil da ist ein Punkt drin, der mich jetzt mit einem Fragezeichen im Gesicht stehen lässt. Und das habe ich natürlich auch. Und das macht es schwer. Und das verlangt wiederum Zeit ab und Hinterfragen. Und es ist ja nicht nur, dass ich jetzt eine gewisse Bringschuld habe oder eine Bringpflicht habe, so heißt es ja, sondern der interessierte Wähler hat ja auch eine Hohlschuld. Das heißt, Interesse und mein Wissen vermitteln zu wollen, das muss irgendwie zusammenpassen. Und das ist verdammt nochmal nicht immer einfach. Und dann muss man alles nutzen, was geht. Bürgersprechstunden, in privat, also persönlich, zu verschiedenen Zeiten, telefonisch zu verschiedenen Zeiten, Zeitungen, soziale Medien, wenn es geht, auch mal regionales Fernsehen. Das musst du alles bespielen und dann eben gucken, für welche Zielgruppen machst du was. Das ist schon echt eine Aufgabe, die ich gerne mache, aber das ist schon eine Aufgabe, das ist nicht einfach. Ich sage, das ist wirklich nicht einfach und ich glaube, dass damit, mit diesem ganzen System dann, dass man das erklären muss, diese teilweise auch Resignation entstehen und sagen, ja gut. Aber deswegen finde ich das ja sinnvoll, wenn es solche Menschen wie dich gibt oder solche Frauen wie dich, wenn man so sagt, die so spezifischer auf ein Thema besonders ansprechbar sind und du dann aber weißt, mit welchen Themen habe ich vielleicht Fraktionskollegen, die dann noch einen Ticken fitter sind als ich oder Fachleute, was weiß ich. Aber gut, das wäre das eine Thema, dass das zu komplex ist, um das als Bürger zu erfassen. Für mich ist ja das andere Thema die Politikerverdrossenheit, weil es wird ja viel gelatscht oder viel geredet, so Wahlkampf, was dann alles vorgenommen wird und so. Gibt es so Sachen, wo du dich im Nachhinein ärgerst, dass du die mal versprochen hast und nicht einhalten konntest? Sie denkt nach.
Und jetzt kann man jetzt hier so Denkblasen machen? Nee, ich muss echt mal überlegen. Nee. Das ist doch in Ordnung. Also ich habe tatsächlich ja das, was ich versprochen habe. Hast du gehalten? Habe ich gehalten. Also kann man sich auf dich verlassen? Das würde ich sagen. Und wenn das mal nicht so ist, dann bitte ich mir das auch zu sagen. Aber ich bin der Meinung, also gutes Beispiel, ich habe in meinem Wahlkampf, beim letzten Wahlkampf, ganz massiv für mehr Polizei geworben. Ja. Ja, wir haben 400 Stellen bei der Polizei geschaffen. Im Koalitionsvertrag, an dem ich ja noch nicht mitwirken durfte, war ich, ne, noch ein kleines Blick, da sind vereinbart worden zwischen CDU und SPD lediglich 150. Das ist ein Riesenerfolg. 400 Stellen, obwohl das gar nicht vereinbart war. Das war für Mecklenburg-Vorpommern. Für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja, wir machen ja nur Mecklenburg-Vorpommern. Ja, okay. Ne? Das ist ja Landessache, Polizei. Bundespolizei ist noch ganz anderer Schnack. Also das ist irre. Das heißt, wir können unsere Polizeibeamten von 5.800 auf 6.200 aufstocken. Das ist schon echt gut. Gibt es die Menschen dann auch? Ja, das ist das nächste Problem. Das ist ja durch jede Branche. Ja, richtig. Ne? Man muss ja auch die Leute finden, die es machen. Ja. Weil Polizist zu werden ist, glaube ich, für viele... Ist das ein Traumberuf noch, Polizist zu sein? Eine süße Anekdote. Ich durfte letzte Woche auf 3 Jugendweihen sprechen. Ja. Und am Ende geht man dann ja immer, wenn dann die Festrede gehalten ist, dann kommen ja die Jugendlichen dann in Grüppchen auf die Bühne und dann darf man ja Glück wünschen und dann gibt es eine Urkunde. Und Michaela Block, also die Initiatorin der Jugendweihe Vorpommern-Rügen, fragte dann einige, was willst du denn werden? Und ich war erstaunt. Es waren, Polizistin ja, oder Polizist? Ja, echt? Beides. Es waren Mädchen und Jungs dabei, die Polizisten werden wollen. Und ich habe mir gesagt, das ist super klasse. Jetzt rede ich hier immer, weil das ist eine ganz tolle Rekrutierungsveranstaltung. Also ich war erstaunt, dass tatsächlich da auch das viele werden wollten. Also ich habe Hoffnung. Aber es ist natürlich wirklich, es ist eine Herausforderung, wie in jeder Branche derzeit. Jede Branche hat einen Fachkräftemangel, hat Nachwuchsprobleme. Ja, selbstverständlich auch die Polizei. Und ich bin auch ehrlich, weil wenn jetzt einige Polizisten auch zum Beispiel sagen, ja, Ann-Christine ist ja super, ihr habt 400 Stellen geschaffen, aber die kommen ja noch nicht bei uns an. Ja, dann ist das auch wahr, denn wir haben, das hätte man im Grunde, hätte man dieses Personalentwicklungskonzept, was unter Rot-Rot beschlossen wurde, wo man ja nochmal Polizei um 200, also es wären eigentlich nochmal 200 weniger geworden, Polizisten. Okay. Das war eigentlich das Ziel, das wurde gestoppt. Und im Grunde hätte man das 10 Jahre vorher stoppen müssen, also jetzt 10 Jahre zurück, also schon eine Legislatur vorher, um das Pensionsloch auffangen zu können. Das kriegen wir jetzt gerade mal so einigermaßen ausgeglichen, dass die in Pension kommen, durch neue Kollegen ausgeglichen werden. Da ist von Aufstockung ja noch gar nicht die Rede. Wir haben schon, also wir bilden schon doppelt so viel aus, ich glaube sogar mehr als doppelt so viel, und trotzdem schaffen wir die Aufstockung noch nicht. Also das wird sich noch hinziehen. Ich hoffe, dass wir 2023 dann endlich die steigende Tendenz haben. Aber das wusste man vorher. Da, wie gesagt, darauf aber wer, hatte ich aber da wer verzapft denn sowas? Also wer kriegt denn sowas nicht mit? Also das ist doch. Na, das wusste man. Das ist Demografie oder was ist das? Also das kriege ich doch mit. Also das erwarte ich doch von Politikern, auch sowas zu checken, zu planen. Sowas kann ich schwer verstehen. Genau, wir hatten auch tatsächlich eine Trendumkehr. Es wurde immer prognostiziert, wir werden weniger hier. Ne? War ja auch so. In den 90ern hatten wir hier eine unglaubliche Flucht. Ja. Ne? Und der Schrei nach Sicherheit war auch nicht besonders laut. Also Polizei wollte man hier auch ehrlich gesagt gar nicht so dolle. Und dann irgendwann merkte man aber, doch nicht so gut, ne? Ja, okay. Was soll ich sagen? Ich bin erst zu dem Zeitpunkt in den Landtag gekommen. Im Grunde hätte das aber schon 5 Jahre vorher passieren müssen, damit das, was jetzt passiert, eben nicht passiert. Und das Problem ist, es gab ja auch ein großes Gutachten, ne, was erstellt wurde. Ist auch alles richtig, dass man das macht, um das auch zu eruieren. Was ist jetzt eigentlich richtig für unser Land? Wie viel Polizei brauchen wir? Weil wir können ja, wir müssen ja auch sensibel und vernünftig mit den Steuergeldern umgehen. So. Und da ist, erwarten, ja. Auch das kann man von Politikern erwarten. Ja. Und deswegen werden auch Gutachten erstellt, die dann eben genau berechnen, wie viel Polizei braucht eigentlich dieses Land. Und dieses Gutachten allerdings hat gesagt, wir brauchen gar keine 6.200 Polizeibeamten. 5.800 tun es auch. Das Problem, was das aber dieses Gutachten zum Beispiel nicht mit als Indikator hatte, war die Fläche unseres Landes. Man hat nur die Einwohnerzahl gesehen. Das ist natürlich schön, hilft uns aber nicht, sondern die Fläche war nicht mit drin. So, und bringt mir ja nichts, wenn ich in Prohn bin, als Polizeibeamter bin ich in Prohn und irgendwo in... Lass mich überlegen, was ist denn jetzt, kurz vor Bad,
passiert ein Einbruch und ich muss da schnell hin. Ja, wie lange ist das Zeitfenster, bis ich einen Einbrecher noch kriege? Kommt darauf an, wie lange er durchwühlt, ne? Aber ist halt so eine Sache, der ist nicht in 10 Minuten da. Naja, das ist uns auch klar, glaube ich, ne? Also da muss man ja nicht also viel... Ja, ich kann nicht eine Stunde auf einen Polizisten warten. Nee, sowas geht nicht. Das geht gut nicht. Gut, an Christine, ne? Wir machen mal kurz Cut. Ich habe ja gesagt, letzte Wort hast du. Schaffst du 3 Abschlusssätze? 3. Darf ich Schachtelsätze machen? Ja, nein, schon gut. Das 3 Sätze zu welchem Thema? 3 Sätze zum Thema, also du wünschst dir natürlich, in den Landtag wieder gewählt zu werden. So, was wären noch so die letzten Sätze für die Wähler in Stralsund? Warum sollte ein Stralsunder mich wählen? Richtig? Ja. Also ich würde sagen, der Stralsunder sollte mich wählen, weil ich die richtigen Themen besetze. Sicherheit geht jeden an. Bildung ist uns allen wichtig, weil es unsere Zukunft bedeutet. Und ich glaube, dass es für die Stralsunder auch ein wirklicher Gewinn war oder ist oder auch in Zukunft sein kann, wenn weiterhin diese unkomplizierten Förderungen von vielen verschiedenen Projekten hier geben kann, wo wirklich viel Bewegung auch im kulturellen Raum passieren kann. Denn ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass wir die großen Kulturträger fördern, sondern auch die kleinen. Wir haben tolle Bands hier, wir haben tolle Leute mit super Ideen hier und ich möchte denen gerne die Möglichkeit geben, ihre Projekte zu verwirklichen. Sehr schönes Schlusswort, was jetzt nicht mit der Polizei endet, das finde ich ja auch mal gut, ne, weil du ja doch sehr vielfältig aufgestellt bist. Vielen Dank, ich würde ja mit dir anstoßen, wenn du jetzt was zu trinken hättest. Ich schenke mir schnell was Aber an. Du könntest dir schnell was einschenken und ich danke dir fürs Gespräch. Ich und ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gerne. 26.